Geldkasse. Geldkasse. Nee, aber ich habe leider keine Geldkassetten mehr hier. Das finde ich ein bisschen, also ganz ehrlich, ja, bin ich ein bisschen traurig gerade. Deprimiert mich. Ich habe hier noch zwei. Willst du zu mir kommen? Oh, das wäre so schön. Es würde mir viel bedeuten. Könntest auch die große aufmachen. Ich habe nämlich echt Angst, die aufzumachen, weil ich Angst habe, dass ich sterbe. Ach, Quatsch. Da ist meistens was Gutes drin, aber halt meistens Speed oder Jump irgendwie. So ein Boost, der einem sowieso nichts bringt. Unterirdisch. Okay, ich riskiere es mal. Ja. Nachdem ich mir noch zwei Bandagen reingehauen habe. Bin echt paranoid seitdem. Verstehe ich gut. Bin gespannt auf dein Testergebnis. Übrigens, Jump Boost. Okay, bleibt nicht in der Giftwolke stehen. Jetzt sind da jetzt manchmal eine Giftwolke. Ja, ich bin zum Glück gleich weggesprungen. Sehr gut. Ein Jump Boost. Naja, da hast du ja viel gewonnen, diese Folge schon. Achso, herzlich willkommen zurück bei Starbound übrigens, ne? Nur so mal nebenbei. Wir sind ja immer noch. Achso, ja, ja. Naja, muss ja mal sein, weißt du? Ja. Was mache ich denn hier? Manchmal gräbt man sich selber in die Erde rein. Wie zum Beispiel jetzt schon wieder. Oh. Langsam hole ich auf. Alter, hat das Viech mich erwischt gerade. Uiuiui, ui, ich war schon gedamaged. Womit denn? Mit Geldkassetten? Ja. Echt, wieso? Wie viel hast du denn? Ja gut, also aufholen ist übertrieben, aber 1087 habe ich jetzt. Ach krass. Und mir mal was erzählen wollen. In Wirklichkeit habe ich schon 10.000. Wahrscheinlich ja. Dann halte dir mal vor, dass du offscreen spielst und dabei mache ich das selbst. Vor der Mega-Character. Zieht sich davor die Lumpen an für die Aufnahme, geht dann aus dem Bild und gräbt da selber irgendwo rum. Mit seiner Mega-Platinum-Ausrüstung. Ja, und mein Jetpack und den Bohrer lasse ich immer auf meinem Schiff. Weiß ich. Deswegen auch letztes Mal irgendwie, ja, oh, ich kann gar nicht bei dir aufs Schiff kommen. Ja, ich musste mich nur ausziehen. Ja, ja, genau. Tut's, als ob er lacht, weißt du? Mist, da komme ich nicht ran. Oh, Geld. Egal. Da sind noch zwei Diamantchen. Wie viel Kohle hast du denn eigentlich mittlerweile? Das möchte ich dir gerne verraten. Tue ich aber nicht. Nee, warte. Oh, warte mal. Die Blaupause muss ich mal ganz kurz lernen. Pulse Jump Blueprint. Wir können also einen Pulse Jump machen. So. Habe ich gerade gelernt. Und, 216 habe ich. Krass, ich habe 126. Da kann man bestimmt schon was mit anfangen. Ich glaube auch. Langsam wird es. Nach Polen kommen wir da. Über die Grenze reicht's. Ja. So, kann ich hier? Ah ja, nehme ich das nochmal mit. Nein. Was denn? Hier sind über diese. Die Schweinchen sind aggro, ne? Ja, also mich hat's vorhin angegriffen, das Mistvieh. Okay, dann weiß ich Bescheid. Oh, was ist denn drüben? Ich meine natürlich, hey. Nein. Bin mir nicht sicher, ob es mega viel Gold hier gerade. Ich bin mir gar nicht sicher, ob die jetzt aggro waren oder ob die jetzt angegriffen haben, weil ich zuerst angegriffen habe. Gold, ja, ich stehe jetzt auch gerade vor einem, aber eben hat mich gerade schon wieder eins angegriffen, einfach so. Deshalb, ich hau die einfach platt. Vielleicht ist das Random Intelligence. Oh, ja, vielleicht. Oh, man weiß es nie, dieses gewiefte Game. Oh, da oben, oh, Goldmine. Oh. Bin voll der Nachmacher. So wie. Nee, kann ich nicht sagen. Hey, da klebt ein Pixel in der Wand und ich krieg den nicht. Ah, jetzt. Oh. Boah, das Spiel ist voll buggy, ich will mein Geld zurück. So, Alter, Kohle ist auch noch ein bisschen da, das lob ich mir. Und das böse Gold ist fest in der Erde verankert. Ach, ist schon schwer hier gerade. Diamanten in der Erde. Boah, ey, du hast immer so ein Glück, ich beneide dich voll. So, da nehme ich noch ein bisschen Pixel mit, 6 Stück. Hol mir das hier noch ein bisschen mehr Gold. Ja, Gold finde ich auch gerade en masse. Sehr gut. Ah, und hier, Kopper, komm mal her.
Huch. Da hat das Spiel gerade gehakt. Egal. So, Copper, 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 Copana, ja. Alter, wir sind so eine Rohstoffhuren, schon seit der letzten Folge hier die ganze Zeit nur am Farmen, jeder für sich irgendwie. Hauptsache mehr. Aber es läuft auch gerade super. Ja, ist geil. Lohnt sich voll. Und jeder hofft für sich immer, dass der andere nicht im Bildschirm auftaucht, gleich irgendwo am Rand. So wie vorhin, das war auch so traurig. Das war geil. Du voll am Feiern. Ich wünsche nur, die Truhe hätte sich mehr gelohnt. Ja, das glaube ich dir, ne? Das ist ja, natürlich. Das würdest du mir das denn nicht? Würdest du mir das nicht wünschen? Hätte sich das gelohnt, ne? Ja, natürlich. Wir teilen ja immer auch alles. Oder siehst du das anders? Sag mir doch, nee, wenn du es anders siehst. Sehe ich genauso. Dann ist gut. Wir wollen ja brüderlich alles teilen. So, was haben wir denn da? Huch! Ach, ich glaube, ich bin in der Nähe von dem Labor. Der hat gerade wieder die Hintergrundtextur nachgeladen. Nee, oh, doch nicht. Ach nee, da fehlt nur Hintergrundtextur. Okay. War das hier? Verratet es aber nicht dem Tobi, was ich hier gerade mache, wo ich gerade bin. Er würde es sicher wieder kritisch sehen. Oh, das kann ich nicht wissen. Oh, eine Goldtruhe. Eine Erdschicht aus Pixels. Ich bin auf einem Diamantplaneten gelandet. Weißt du, was wir irgendwann im Let's Play mal machen müssen? Was denn? Einer schnappt sich die Rakete und verpisst sich. Und jetzt, wo du das schon ankündigst, ne? Nee, einfach nur mal so just for fun. Irgendwann mal. Das Problem ist nur, man muss sich aber gegenseitig wieder abholen. Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Wieso? Ach, gar nicht erst. Wieso haben wir das? Wieso finden wir? Wieso haben wir das vorher nicht gefunden? Meinst du, wo wir noch zusammen und in einem Team durch die Gegend gelaufen sind? Also zusammen ja. Ja, gut. Im Anti-Team. Alter, was ist das denn für eine Höhle hier? Wie kann man die vorher nicht gefunden haben? Die ist fast so groß wie der Planet, habe ich das Gefühl. Vielleicht bist du ja schon unter unserem Haus. Das kann sein. Das sind ja wieder kleine Mini-Häuser. Kommt schon! Bring it on! Kreatur der Nacht! Zum Leben erwacht! Oh, was ist das denn? Hm? Ach, Erde. Ja, toll. Na dann mal fröhlich ans Werk und Rohstoffe für uns sammeln. Munter ans Werk. Munter ans Werk, Mr. Freeman. Munter ans Werk. Oh, wenn du so redest, hast du auch verloren. Tja, aber echt, Alter. Der Synchronsprecher konnte wahrscheinlich einfach nicht anders. Ja. Alle haten den, aber der spricht einfach so. Liebling, ich bin zu Hause. Der Tag war hart. Boah, oh Gott. Jetzt leg dich hin. Komme. Ich bin sehr scharf, liebes Eheweib. Ich bin sehr scharf. Alter, was? Alter. Pixel. Waren ja nur 72, das geht ja noch. Du rechnest nur noch in 100er Schritten, ne? Natürlich. Oh, da lag noch einer. 6, entschuldige. Habe ich aus Versehen 6 liegen lassen, weil das so viele waren gerade. Alter, was ist denn das hier für eine Höhle? Ich komme nicht klar in meinem Leben. Und wieso habe ich da hinten noch nicht durchgekommen? Hä, da unten sind wieder Fackeln, da waren wir schon? Aber hier oben noch nicht, das verstehe ich nicht. Und wenn ich das so sehe, ich glaube, du bist ja schon gewesen und hast oben aber einen ganzen Kladderadatsch vergessen. Ich habe mich grundsätzlich an dem vorbei, was wertvoll ist. Finde ich immer. Finde ich eine positive Lebenseinstellung. Damit du im Let's Play gut dastehst, mache ich das. Boah, das ist super nett von dir. Finde ich echt, also ganz ehrlich, einen besseren Freund hatte ich selten.
Oh. Eigentlich noch nie ein Freund. So, warte. Und eine Fackel hin. Keine Rohstoffe, dann gehe ich wieder. Immerhin sammle ich ja Rohstoffe für uns. So extra noch 50 Mal betonen die ganze Zeit. Ja. Der Selbstlos. Mach das Ganze auf jeden Fall glaubwürdig. Ja, natürlich. So. Okay, hier ist nicht mehr so viel zu holen. Ich glaube, da war schon jemand vor mir. Ich frage mich nur, wer? Du bist so still, was los? Ach, ich grab mich hier gerade durch so eine... Wie heißen die Steine nochmal? Softbrick. Ich sehe schon, wer vor mir da war, denn ich sehe da drüben schon den grünen Stein. Also diesen grünen, die grüne Erde. Komisch, ich benutze immer die braune und du immer die grüne. Das ist eigentlich ganz gut. Ja, ich habe immer nur die grüne, komischerweise. Braune habe ich gar nicht. Echt? Die, also aber nicht du viel, hast, nicht du viel. Hast echt? Ich habe hier braune ohne Ende, zumal ich die auch mal weggrabe. Ich glaube, ich habe so viel braune noch, weil ich grüne noch, weil ich mich damals durch den Berg da gegraben habe. Ah, stimmt, das kann sein. Aber finde ich eigentlich ganz gut, da kann man immer gucken, wer da war. Ja, das stimmt. Darf ich dir mal unter Freunden einen kleinen Tipp geben? Ja. Bei diesen Häusern, ne, da stehen immer so kleine Lampen rum, diese Laternen. Kann man auch weghauen? Auch da sind Pixel drin. Ich finde es sehr nett, dass die alle noch stehen, übrigens. Ich dachte, du gerade sagen, wieso willst du mir einen Tipp geben? Das hat mich schon gewundert gerade. Ich dachte, du wüsstest das. Ja, hier mache ich ja auch alle blatt, die Dinger. Deswegen grabe ich mich ja gerade hier extra rüber. Ich weiß nicht, warum ich es da nicht gemacht habe. Ach so, hier stehen noch alle rum. Plus der schnieken Goldader, den du hier übersehen hast. Vielleicht war ich das ja auch gar nicht. Der grüne Block sagt anderes. Ich glaube, das war die Höhle, von der du in der letzten Folge so geschwärmt hast. Ja, das ist hier bei mir, ist das wie bei den Alchemisten. Ich wechsle andauernd. Also mich gibt's öfter. Ach so. Hier ist mal jemand anderes am PC. Tobi, Schnobi und Norbert. Ja, und Schwobi, den gibt's auch noch. Ach, Schwobi, ja, mit dem habe ich schon, ja. Das ist der warme Roboter. Ja. Ach, den hat man ja auch schon. Der. 1100101. So. Komm schon, R2D2. Jetzt komm schon, gib mir Eierenohre und ich muss was essen gleich. Oh, und da ist noch, und da oben ist noch Wasser. Ach, ist das ein Traum. So, ich esse mal ganz kurz etwas Köstliches. Ein Bananenbrot. So. Eigentlich voll die Verschwendung, weil wir es hier eh nicht brauchen. Ja, wir haben ja nichts sonst. Wir hatten ja nichts. So, komm, hau weg den Lachs. Dann hier nochmal. Eierenohre, Eierenohre, Eierenohre. Lalalalalala. Ich bin so verschwenderisch mit der Spitzhacke geworden. Ist mir kackegal. Ja, jetzt wie gesagt, wo man weiß, dass man sie abbauen, dass man sie reparieren kann, ist echt super. Ja, geil. Sag ich, geil. Oh, Millionen von Häuser hier gerade. Geil. Ich grabe mich gerade von unten an dich heran. Ich glaube auch, aus der Lava kommst du gleich so geschossen. Ja, Häuser? Huch! Ich bin jetzt im Dunkeln. Alter, da ist Wasser. Wie viel Wasser fließt denn jetzt ab? Ich glaube, ich flute da unten jetzt Höhlen. Hast du den Nil wieder angegraben? Alter, wo hört das Wasser auf? Hier. Gott sei Dank. So, ich habe wirklich den Nil angegraben. Alter, das Wasser sinkt immer noch. Ich flute gerade unten echt so ein paar Höhlen, fürchte ich. Huch. Es läuft immer noch ab. Krass. Da kommen wir wieder hoch, dann ist das ganze Dorf weg. Eine mega Goldgrube, geil. Affenmann. Oh, ich hab gerne hättest du so eine Beam-to-Kampagnen-Dings. Das wäre super. Ja. Ich zu mir porten. Alter, das Wasser läuft immer noch ab. Wie viel ist denn das? Angegraben. Offenbar einen riesigen See. Ich schwimme da jetzt mal hinterher. Das muss doch irgendwo mal auch genug sein. Oh, das war falsch. Wo ist denn das nochmal? Ich glaube, das war hier. Wo habe ich es denn angegraben?
Ach, hier. Vor allen Dingen, wo fließt es hin? Fließt das jetzt alles in die Lava da unten? Die Lava geht durch Wasser auch nicht weg, habe ich vorhin auch schon mal probiert. Ja, leider nicht. Okay, hier träufelt es hin. Ach, hier sammelt es sich. Ein riesiger See. Ist irgendwie cool. Und hier war... Ach, hier ist diese große Kassette, die du meintest. Große Kassette? Wo du dich nicht getraut hast, die anzuritzen. Das Ende der letzten Folge, glaube ich. Ach nee, die hatte ich dann doch weggemacht. Ah, okay. Siehst du. War eine andere. Oh, der feine Herr mit seinen Riesenkassetten. Man hat es ja. Tüdelü. So, hier nehme ich mal. Aber die Rohstoffe lässt ganz schön viele Rohstoffe liegen, ne? Ja. Irgendwie? Weil ja. Es kann auch sein, dass ich nicht überall da war. Ich hänge auch manchmal nur eine Fackel hin und laufe dann einen anderen Weg. Warum? Ja, weiß ich, weil irgendwas anders interessanter aussah. Ach so, ja, das mache ich aber auch, aber dann komme ich nochmal zurück und grabe alles andere noch weg. Das merke ich mir nicht, sowas. Da habe ich extra so Gehirnplatz für reserviert. Ach so. Wie manchmal auf einmal die Viecher immer herkommen. Ja, die spawnen ja einfach so neu. Oh. Ach, wie schön, dass da jetzt Wasser ist. Hätte ich mir sonst gerade vielleicht wehgetan. Hätte ich einen blauen Fleck am Popöchen. Nein. Da! Schon wieder. Okay, das muss doch möglich sein. Alter, das gibt's doch nicht. Ich finde, die Kreaturen sollten noch verschiedene Eigenschaften haben. Dass Roboter zum Beispiel keinen Hunger haben. Affen sich noch an Wänden hochklettern können und sowas. Ja, das wäre natürlich cool. Ja, so ein bisschen rollenspielmäßig. Das wäre geil. Das wäre richtig cool. Ja, also wie blöd bin ich denn gerade? Er ist ein Roboter. Er weiß es nicht besser. So, wieder die Fackel weggesägt. Natürlich. So, haben wir gerade eine eigene Adventure-Map hier. Ah, cool. Ach, hier oben ist das Wasser jetzt weg. Cool. Naja, rohstofftechnisch hat sich das jetzt nicht gelohnt, diese Exkursion hier oben. Dabei wollte ich für uns doch Rohstoffe sammeln. Wieder so eine große Geldkassette. Was? Ich glaube, die wird mir echt irgendwann zum Verhängnis. Du bist ja auch ein Spieler. So, hier noch eine Fackel hin. Und dann mache ich das, was ich gerne mache. Einfach mal auf gut Glück. Oh, sieh mal an, hier ein paar Rohstoffe. Nimmt man natürlich gerne mit, wenn sie schon mal da sind. Ach, und da oben sehe ich eine große Geldkassette. Hast du die mitgenommen, deine? Ja, war eine Jump Boost zum Glück nur. Ah, okay. Ich habe ein bisschen Angst, dass da gleich auch der Tod drin ist. Ja, ich fresse immer vorher mich komplett, dass ich komplett geheilt bin. Ich habe die Hoffnung, dass das dann nicht so viel Auswirkung hat. Okay, das ist vielleicht ein guter Plan. Ja. Hm? Ja, wenn man an einem Stein hängt, ist immer so mies. Hui, was haben wir denn hier Schönes? Ein Diamanten. Und Gravel. Was kommt denn da drüben? Oh, ich bin so gut wie wieder an der Oberfläche, merke ich gerade. Huch, wie kommt das denn? Da war so eine mega Gravel-Sandschicht, hab die einfach mal runtergekloppt und auf einmal war da drüber grüne Erde. Ach, cool. Ne, tot. Was? Von dem Riesending. Tot. Scheiße. Fuck, und ich hab grad ein neues Areal entdeckt. Nein!
Ja, das ist scheiße jetzt. Jetzt komme ich mit meiner Ape-Army nach unten. Hey, dafür kann ich das Feld mal eben bestellen. Ja, ja gut, ich bin ja jetzt auch, ich glaube, vielleicht ist das Zufall gewesen, ich bin ja jetzt auch wieder oben. Ich will aber unbedingt wieder nach unten. Ach so, gut, dann bleibe ich hier. Aber bitte nicht in das neue Areal. Ich weiß nicht mal, wo du bist. Das weiß ich, das wusste ich auch nicht mehr. So, muss ich erstmal das Feld bestellen, natürlich. Der Affe macht's ja gerne. Oh, ich hab so viel Geld. Ich hab so viel Krempel mit. So. Diese Toxik, aber ich mach erstmal Weed, ne? Ja, dass wir erstmal Brotvorrat vielleicht haben. Genau. So. Und Bananen. Ja, das ist das Wichtigste. Das da, wieder da kann ich nicht aus meiner Haut, es tut mir leid. So, ich macke mal ein bisschen Bot. Wo sind wir überhaupt reingegangen vorhin, als wir hier runter sind? Hey, 6 Bananenbrot. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht mehr. Ach, wir sind da unten rein, wo die Labore waren. Ich überlege gerade, ob ich... Ach nee, komm, ich gehe einfach wieder runter. Ich habe gerade überlegt, ob ich erstmal abladen soll, aber ganz ehrlich, das kann ich auch später machen. Ach, warte mal, lauf mal zu dem Brunnen. Wobei, warst du in meiner Nähe? Beim Brunnen sind wir runtergelaufen, ne? Oder? Ich weiß, ich bin jetzt hier gerade beim Brunnen, hier unten. Aber ich glaube, ich bin gerade hochgegraben. Wo sind wir denn rein? Beim Brunnen oder beim... Ich glaube, beim... Ich glaube, wir sind bei den Laboren rein. Ach, Alter, ich komme hier nicht durch die Türen, weil ich ständig auf irgendein Crafting-Ding drücke. Unser Haus ist zu eng. Wir müssen ausbauen. Ja, das klingt gut. Oder nach oben. Ja, das müssen wir eh machen, nach oben. Achso, hier sind wir gar nicht lang. Nein. Da hängt Kolle. Oswald Kolle? Was? Was macht der denn da? Wer ist das denn? Kennst du nicht? Nee. Nee, dann frag lieber nicht. Okay. So. Bitte auch nicht danach googeln. Ich war gerade dabei. Echt? Ja, so nebenbei. Ja, bin ich mal gespannt, was da steht. Journalist, Autor und Filmproduzent. Ah ja, 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 so kann man es auch nennen. Okay. Ich kann mir schon vorstellen, dass das wahrscheinlich irgendeine Skandalnudel war. Mehr Nudel als Skandal, würde ich sagen. Okay. Jetzt ist mir schlecht. Wieso? Ja, nachdem ich sein Bild gerade gesehen habe und du sagst, mehr Nudel. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht, ehrlich gesagt. Ich weiß nicht. Der ist zu mir gekommen. Wieso? Millionen Geldkassetten wieder. Oh, sag mir nicht, du bist jetzt da, wo ich war. Ich hau nee, nicht. Nee, das nicht. Ja, Alter, diese grünen Knöterklumpen ja überall den ganzen Weg nach unten. Mann. Ich musste mich irgendwie hochbauen. Schlimm. Wie sagst du immer so schön? Huch. Er ist ein Roboter. Was? Nochmal? Er ist ein Roboter, er weiß es nicht besser. Ja, das stimmt. Entschuldigung, ich war gerade irritiert, weil ich plötzlich schon bei der Lava war. Was? Wieso so bin schnell? Ich... Ja, das... Komisch. Hat mich auch irritiert. Das war wirklich erstaunlich schnell. Ach, du hast dich hier einfach irgendwann nur runtergegraben, kann das sein? Ja, das ist das. Das ist die Ecke gewesen, ja. Ach so, das erklärt vielleicht... Vorbei in allen Rohstoffen... Aber nicht viele, da waren immer nur so kleinere Dinger, ne? Ja. Hilfe. Das Problem ist der Sand. Ich fürchte, ich werde nicht mehr finden. Oh, das ist so ärgerlich mit diesem Sterben bei diesen großen Dingern. Ja, deswegen, ich will die eigentlich auch gar nicht mehr aufmachen, weil so ein Jump-Boost ist eh eigentlich für ein A. Das stimmt. Könnt ihr mal die Schnauze halten? Ich bin gerade gestorben, ihr scheiß Viecher. Stirb jetzt schneller. So. Das hier sieht nach einem Tunnel von mir aus. Dann folge ich mal einfach. Durch. Oh, hier ist noch. Das nehme ich mal mit, einfach, weil die Spitzhacke es ja hergibt.
Ah, hier ist noch ganz viel Kupfer, was ich nicht mitgenommen habe. Oder was wir nicht mitgenommen haben. Ich weiß gar nicht, wer von uns hier war. Das ist ja gar nicht mal so schlecht, dass du dich da jetzt nochmal lang gräbst. Finde ich gut. Ja, wenn ich jetzt das nur wiederfinden würde, weil ich war halt irgendwo, wo wir selber noch nicht waren. Das ist mega ärgerlich. Ja. Und ich war auch ziemlich weit drin, das heißt, ich werde das nicht einfach so wiederfinden, glaube ich. Das hört sich irgendwie falsch an. Wollte das That's What She Said, hatte ich mir jetzt irgendwie... Auf der Suche nach dem G. Oh. Sollte ich Glück haben? Lurchi greift an! Ach, das sind zwei. Alter. So, hier hole ich mal ganz kurz auf dem Weg nochmal das Rohmaterial, weil ich das letzte Mal habe alles liegen lassen. Huch. Nehme ich das einfach mal mit diesmal. Vielleicht habe ich ja Glück und ich habe tatsächlich die Stelle wieder gefunden. Oder den Weg. Ich? Hm? Ich? Nee, da kam gerade nur so ein komisches Viech runter, plötzlich gesegelt. Achso. Mal wieder irgend so ein Agro-Viech aus der Luft. Die Feuerbälle spucken. Ach, die, so. Ja, die sind mies. Ja, der spuckt nichts mehr, der ist vorbei. So, das sieht... Ja, das könnte doch hier gewesen sein. Könnte das hier gewesen sein? Nee. Könnte das hier gewesen sein? Das hier ist auf jeden Fall wieder einer meiner typischen Tunnel. Ja, ich glaube, ich bin genau an der Stelle. Ja. Alter, ich komme hier nicht mehr. Jetzt komme ich hier nicht mehr lang. So, jetzt aber. Ja. Das ist direkt aus mehreren Gründen interessant. Denn da oben ist einerseits Wasser. Jetzt nicht mehr. Das heißt, da ist eine Höhle mit Geldkassetten. Nur eine kleine. Hier schon kombinieren kann hier. So. Ah, ist echt nur eine kleine. Da lohnt sich ja der Ärger gar nicht. So. Lass du eigentlich mittlerweile? 2679, wenn ich das richtig sehe. Ich muss mal wegen... gestorben gerade, ne? Ja, Scheiße. Genau. Natürlich extrem ärgerlich. Ja, und das wegen diesem komischen... Ich glaube, ich mache die Dinger auch nicht mehr auf. Das ist mir zu blöd einfach, muss ich ehrlich sagen. Weil das ist das beste Beispiel für mich gewesen, es nicht mehr zu tun. Ja, die Pixel sind einfach zu wertvoll. Muss man einfach sagen, als dass man da einfach... aus Neugier für irgendeinen Scheiß jumpt, den man unterirdisch eh nicht braucht. So, und hier war ich gerade noch beschäftigt. Da muss ich gleich nochmal... Das wollen die Zuschauer auch sehen, was ich hier angefangen habe. Das muss ich natürlich auch zu Ende führen. Das mache ich natürlich alles nur für die Zuschauer, dass ich mich jetzt hier durchgrabe. Es liegt nicht etwa den ganz vielen Geldkassetten, die ich da gerade sehe. Geldkassetten? Wie billig. Was denn? Das mache ich nur für die Zuschauer. Ja, natürlich. Die wollen ja auch was sehen. Und auch die Geldkassetten sammle ich letzten Endes doch nur, damit ich zeigen kann, wie die späteren Rüstungen aussehen und so, weißt du? Sind wir wieder beim Thema Review. Ja, man muss ja auch zeigen. Alter. Und schon geht der Tisch wieder hoch. Hm? Was? Schon was? Ich hab gesagt, und schon geht der Tisch wieder hoch. Hier sind ganz viele Fackeln. Wir waren hier schon mal. Ja? Einer von uns. Wahrscheinlich. Ach, ich sehe grüne Blöcke. Ja, Mensch. Schön, dass der einfach alles jetzt stehen lassen. Finde ich toll. Ja, mache ich nur für dich, habe ich ja gesagt. Das ist so lieb von dir. Ach, guck mal, da ist auch nochmal... Hier und da und da. Ach, ich glaube, hier warst du aber noch mit der alten Spitzhacke unterwegs, weil du die Rohstoffe in den weißen Wänden noch alle drin gelassen hast. Ach, dann war das da bestimmt. Das kann sein. Da hatte ich ja dann irgendwie gesagt gehabt, ich lasse das drin hängen. Genau, ja, das kann echt sein. Ja, ich baue das jetzt für dich ab, oder? Ja, das finde ich super von dir. Oder? Unter Freunden baue ich das einfach mal für dich ab. Das finde ich toll. Ja, da ist man einfach gut Mensch, weißt du? Man will ja auch unter Freunden dann auch mal einen Gefallen tun, ne? Krieg hier gleich zu viel. Was, wieso? Wieso das denn? Ist schon schwer manchmal, aber gut, dass du mich hast, oder?
Hm? Bin ich super, ja. Ja. So mit den Fäusten quasi auf den Tisch zusammenkrallen. Oh, jetzt hier, ganz gefährlich, hier muss ich auch nochmal auftauchen, weil ich Wassernot leide, warte, ich Atemluftnot leide. Luftnot? Atemluft? Weißt du schon. Mach ich doch alles nur für dich. Da ist noch eine Höhle mit weiteren Geldkassetten. Hast du alles übersehen, aber ich hole das quasi in deinem Gedenken hier alles raus. Wunderbar. Wunderbar. Das ist gar kein Problem, du. Nehmt euch echt ein Beispiel an dem Mann. Das ist gar kein Problem. Ich finde, da sollten wir auch gar nicht drüber reden. Das sollte einfach selbstverständlich sein, weißt du? Das sehen, ja. Das sehen die meisten gar nicht so. So, hier scheint es noch sehr tief reinzugehen. Oh, hier sind noch weitere, ganz viele Geldkassetten. Ach, das ist natürlich ärgerlich jetzt. Muss ich mich immer aufhalten und die aufmachen, weißt du? Da komme ich gar nicht, ich komme gar nicht so gut voran gerade. Ist schon doof. Alter, und die Alte, was ist das denn für eine riesen Kopperader hier? Ach, Tobi. Während du da oben in der Sonne liegst und die Sonne auf den Bauch fläzen lässt, auf den rostigen. Mann, arbeite ich hier unten in der Mine. Ich mach quasi die Affenarbeit. Boah. Hm? Diese Viecher hauen immer noch böse rein, obwohl ich jetzt schon eine echt gute Rüstung eigentlich anhabe. Du darfst dich aber nicht von denen treffen lassen, das ist das Geheimnis. Also ich hüpfe da immer so ein bisschen weg, quasi. Muss mir mal, glaube ich, wieder das andere Schwert nehmen, weil diese komische... Ah, okay. Irgendwie, das ja. ist nicht so das geil. Also Schwerter mit Bogen finde ich auf jeden Fall wesentlich praktischer beim Kämpfen. Zumindest für mich. Mhm, ja. So, nur nach vorne zu schlagen, da fehlt mir der Radius, wenn die von oben vor allen Dingen rangesprungen kommen, dann kannst du die gar nicht richtig treffen. Ja, das, die ist zwar cool, die Axt, aber ich glaube... Gucken wir mal, dass wir dir was Neues machen. Ich sammle schon die Rohstoffe für dich. Es hört nicht auf. Es hört einfach nicht auf. Nee, aber wie viele Minuten sind wir denn gerade? Hast du das im Blick? Wir sind erst bei 32 Minuten. Was? Habe ich gerade ausgerechnet. Mit meinem Affenhirn. Also wahrscheinlich stimmt es dann gar nicht. Und wir sind erst bei 10. Oh, ich sehe, mein geübtes Auge erkennt sofort eine Geldkassette hier im Bildschirm versteckt. Moment. So, das muss noch weg. War die hier? Nee, die war da oben. So. Da ist noch ein bisschen Kohle. A little bit of Kohle. Und hier mal. Alter, was ist denn hier los? Was ist denn hier bloß los? Das finde ich fast schon ein bisschen unfair dem Tobi gegenüber. Glaubst doch du und 30 andere nicht. Alter. Ich meine natürlich... Naja, ist halt ein anderer Höhlenabschnitt. Ach ja. Huch. Ach, da unten bin ich schon bei der Lava wieder. Ah, ist natürlich doof jetzt. Und kommt keiner und schubst dich rein. Nee, das wäre ärgerlich. Aber das geht gar nicht, weil die ist da unten... Ich bin sicher zum Glück im Stein. Du musst dir also wirklich keine Sorgen mehr um mich machen. Ist das nicht gut? Find ich beruhigend auf jeden Fall. Ja, das dachte ich mir schon. Und immerhin hast du ja meine Rohstoffe. Natürlich, die will ich auch sicher nach Hause bringen. Ich übersehen habe. Nee, du hast ja extra liegen lassen für später. Das ist ja wie, wir sind ja wie Eichhörnchen. Wir lassen die Sachen quasi, wir verbuddeln die für später, wenn der Winter kommt. Alter. Was denn? Glaubst du den Scheiß, den du da machst? Einfach schön. So. Und dann habe ich Game of Thrones gesehen und da stand The Winter is Coming. Ich habe das geglaubt, weißt du, und deswegen grabe ich jetzt hier. Das ist der Grund. Oder? Klingt doch plausibel. Ja, auf jeden Fall. Wenn ich nicht wüsste, dass ich lüge, würde ich mir glauben. So, hier nochmal. Die beiden können wir nochmal mitnehmen hier. Aber Game of Thrones muss ich mir auch mal unbedingt angucken. Ja, ich muss gestehen, ich habe auch noch nicht. Ich habe ein paar Folgen gesehen, aber dann irgendwie nicht mehr. Ich weiß gar nicht, warum nicht. Bei mir ist das so, dass ich sie nirgendwo gefunden habe, die Serie, auf den ganzen Anbietern legal Serien zu gucken. Auf den ganzen, die habe ich nirgends gefunden, auf den legalen Seiten. Nee, wirklich, also ja, Serien gucke ich wirklich nur so auf legalen Seiten, sag ich mal. Mach ich ja auch, sowas. Genau, das mache ich ja auch. Da bin Weil ich das auch. Sind einfach so krasse Serien, die will ich gar nicht auf. Genau. Breaking Bad zum Beispiel gucke ich auch immer über, ja. Entweder über Love Film oder Maxdome, habe ich vergessen. Ich bin auch überall angemeldet, muss ich zugeben, weil als Filmfanatiker... Ja. Man hat's nicht leicht. Kenne ich auch. Watch ever, Max Dome Love Film. Und ich bin ja auch noch Arschloch. Ich muss ja das ja zugeben.
Weil, Maxdome gehört dazu, Pro7. Ich kenne die Geschichte. Okay, ja. Ist auf jeden Fall, ist auf jeden Fall sehr praktisch. Ist nicht schlecht, ne? Ja, ist super, vor allem, weil die auch sehr oft sehr neue Filme haben. Und ja. Da kann man dann auch mal, das ist ja dann auch cool. Das ist so mies eigentlich. Eigentlich schon, aber es ist gut, immer starke Partner mit an Bord zu haben. Ja. Kann nicht schaden. Und wenn es nur darum geht, ab und zu mal Filme zu sehen. Schäme ich mich ein bisschen, aber warum denn eigentlich? Ja, wollte ich gerade sagen, warum? Wer würde es denn nicht tun? So. Also, die Filme gucken. Ist ja legal. So. Komm schon, Kohle. Ich habe auch wieder mega viel Kohle gerade. Ach, und ich hab wieder viele Freunde hier unten. Ich auch, in denen sind Pixel und bei dir? Ja, bei mir auch. Tut mir leid. Hätte ich mal Nein gesagt, hätte sich besser gefühlt. Ich baue auch langsam ab gerade schon. Mental oder? Ne, die Kohle hier. Ah, okay. Und mental. Okay. Nimm noch einen Menthol. Ah ne, Mentos hießen ja, verdammt, Menthol waren ja die Zigaretten, die es damals gab. Gibt's die noch? Mentholzigaretten? Mentholzigaretten gibt's noch, ja, aber. Also raucht das noch wer? Das war ja früher total der Trend auf dem Schulhof. Kann mir nicht vorstellen, dass das schmeckt. Ehrlich gesagt. Ich erinnere mich, dass auch mal, als man noch und so, als man cool sein wollte, ja, da hat man mal auf dem Schulhof in der Ecke gestanden und geraucht und nein. Und eigentlich, es war irgendwie schon ekelhaft, aber keiner wollte es so richtig zugeben. Aber das schmeckt doch dann wie so ein Mentholbonbon, das ist doch. Ja, genau, genau. Ekelhaft. Und einen richtig frischen Atem gibt es ja dann auch nicht davon, wenn wir mal ehrlich sind. Also nee. Im Grunde genommen ist es eigentlich scheiße. Ja, also irgendwie, also wer das raucht, der frisst auch kleine Kinder, glaube ich. Kleine Kinder. Neulich auf dem Grillfest. Ja. So. So. Hier nochmal eine Fackel. Da ist noch die Kohle, nehme ich noch mit da drüben. Dachte, vielleicht finde ich hier noch was, aber leider. Ach so, wir sind schon wieder fast bei 40 Minuten. Alter, das gibt's doch nicht. Wir haben vorhin schon festgestellt, dass wir schon über der Zeit sind und haben die Folge nicht beendet. Nee, das ist irgendwie so zur Gewohnheit geworden. 40 Minuten ist die Grenze. Ich glaube auch. Sonst fühlt man sich schlecht. Macht ja auch Spaß. Macht es ja auch, verdammt. Okay, pass auf, dann beenden wir mal ganz schnell die Aufnahme und sind ja eh wieder in der nächsten Folge da. Ja, genau. Es geht ja voran, wir sind ja noch 10 Stunden hier in der Höhle. Ja, aber wenn ich mir mein Inventar so angucke, es lohnt sich. Es lohnt sich wirklich. Ich werf mal kurz einen Blick in mein Inventar und das sagt gerade 129 Silber. Ja, dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder und genau, genau. Ihr schaltet dann auch wieder ein. Oh, 21 Diamond Ore, cool. Wo kommen die denn her? Krass. Ja, auf jeden Fall bis zur nächsten Folge und hoffentlich schaltet ihr dann auch wieder ein. Tschüss, 21 Diamond Ore, geil.